Hey ihr lieben Leute, ich bin der Bruger, das sind drei kurze Horrorspiele und das hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell supporten. Amaterasu Hart, Amaya Neko, Amy in the Shadows, Specs King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito, Kizue, Leon der Mettler, Luigi, Martin Donat, Master Exploder 5000, Mike Kitchan, Metal Dragona X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarek 90, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Ralf 66, Radion Donovan, Rufus Platus, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Stanimir Stanev, Tami, Vantan und Wölfchen 099. Hey, ihr saftig gedrehten Kopffüßler da draußen. Ich bin der Bruger und das sind drei kurze Horrorspiele und ihr seid hier genau richtig gelandet. Wir spielen als erstes The Intrepid Explorer. Story? Ah, gibt ja noch eine Story. In den späten 1700ern, also 1600 irgendwas, ne? Wurde die Intrepid Explorer nach Afrika gesandt. Und man suchte ein mysteriöses, hölzernes Idol, von dem man sagte, es sei geschnitzt worden und dann ist es verflucht, ja. Die Crew wurde immer paranoider und verhielten sich immer seltsamer und wurden wahnsinnig durch dieses verfluchte Objekt. Trotz aller Bemühungen sank das Schiff dann letztendlich auf den Grund des Ozeans. Sogar im Tode bleiben die Seelen der Crew an Bord gefangen. Seit Urzeiten, also ewigen Zeiten, ja. Nur nach all diesen Jahren wurde das Schiff entdeckt und das hölzerne Idol wurde gefunden. Wer weiß, welche Gefahren dort unten auf uns warten. Auf der verfluchten Intrepid Explorer. Ja gut. Hört sich doch schon mal gut an. Be careful down there. All manner of ghastly creatures lurk in the depths below. Then don't you come back empty-handed. Aber welches Jahr haben wir denn, wenn das Schiff auch so altmodisch aussieht? Ich meine, wie willst du sowas? Echt alt aus, der Tauchanzug, oder? Der hat doch so ein Gitter, so eine Luke. Aber ich mag die PlayStation 1 Grafik schon mal sehr. Wie lang jetzt hier? Ah, da ist ein Licht. Da geht's ganz weit runter. Das ist ein Anglerfisch. Was ist das für ein Sound? Da sind wir echt weit unten. Die sind echt nur ganz tief, diese Anglerfische. Ozean. Wie? Was ist denn hier? Lampe. Oh! Alter! Ist das Idol, das Verfluchte? Was wie Jungfrau Maria? Ist auch noch Licht. Springen oder so? Nee. Kann gar nichts. Wieder einer. Anglerfisch. Eigentlich sind es ja keine Jägerfische, oder? Die legen quasi ihre Falle aus, warten, bis ein Fisch zu nahe kommt und dann schnappen sie den einfach ins Maul. Aber die gehen jetzt nicht aktiv auf die Jagd, die Viecher, hoffe ich. Ich weiß es nicht so genau. Das ist dunkel, ne? Aber ich habe ja immer einen Spotlight in der Fresse, deswegen ist es für mich alles so dunkel hier. Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß es nicht. Ich lauf einfach mal hier lang. Wenn ich da irgendwo runterstürze, bin ich tot. Der Druck ist einfach zu hoch. Nicht mehr! Ah! Er sah aus wie so ein fetter Schwarm Blutegel oder sowas. Ah! Ah! Was denn, Alter? Oh mein Gott!
Habt ihr das gefressen, ihr Dreckviecher? Ich wundere mich gerade, wie ich die Orientierung behalte hier unten. Nein, bitte kommt mir jetzt nicht nach. Oh, da war doch schon dieses Idol, also war das nicht das, was sie suchen, das Ding aus Holz? So doch. Stupid Explorer. Yes. Wo das die Takelage noch ist und alles und die Segel und so weiter. Muss ja alles schon verrottet sein, oder? Wenn es so alt ist. Weiß ja nicht. Das Licht war schon an, guck mal. Ich dachte, ich mache mal Licht an. Oh, die Leichen. Daraus würden die Augen leuchten. Das ist nicht gruselig, das ist hier unten. Hier komme ich ja her, aber... Kann ich die Tür aufmachen hier? Diese, ey. Warum soll ich das Ding doch mal holen? Was macht das für einen Sinn? Ah. Ich hab den Schatz, ich soll zurück zum Schiff. Oh! Alter! Ich sag euch was, ich schaff das nicht mehr zurück zum Schiff. Irgendwas passiert. Komm, Jung! Oh! Hab mich gleich! Geschafft. Auf jeden Fall aus dem Schiff raus. Ah. Oh. Fuck, fuck, fuck. Oh nein. Ich springe. Nee. Ah! The diver's last breath escaped the lips that had disappeared into the dark depths of the ocean, lost forever in the shadowy realm beneath the waves. Ja, der Taucher schafft es nicht hoch und er war auf immer verschwunden in den dunklen Gewässern des Ozeans. Cursed PlayStation Logo. Wieder dieselbe Grafik wahrscheinlich wie das Spiel eben schon. Und das hier ist jetzt Stockpile. Also Haufen quasi. Wenn der Pipeline.
Ich finde es ja ganz cool, dass man sich da so eine Intros überlegt. Video 1, das Stockpile, ihr seht es hier nochmal. Pizza Party. Boah, sieht aber auch echt. Was muss ich überhaupt machen? Hier rein. Weil wie immer diagonal bin ich viel schneller, als wenn ich gerade auslaufe. Was? Mach das jetzt einfach mal. Anscheinend muss ich das ausladen und dann. Ich hab's halt weggedrückt, tut mir leid. Ah, war sogar schon hier. Upp. Bin markiert. Was ist das denn da? Nicht meiner. Das Stockball kann natürlich auch so ein Lagerraum sein, ne? Ey. Er flüstert, lästert, ne? Ich hoffe, das wisst ihr schon. Ich finde, man sieht so wenig. Also, aber so. Okay, das ist ein Luftschacht. Ich hab die ja von da geflüstert. Das Schloss ist noch davor. Also bisher finde ich es ganz cool. Auf der Kisten schleppen. Kisten schleppen. Jetzt aktuell nicht. Ey. Gib bloß nicht an meinen Kram, ja? Das sind so die kleinen Sachen, finde ich, die gerade hier. Boah! Nicht schlecht sind. Blöder Arsch, was ist das denn hier? Ich bin jetzt nicht durstig. Ein Schraubendreher, vielleicht könnte er nützlich sein. Was? Was, der Typ muss geschickt sein? Da kann ich was. So einige Klingen. Ja, der Typ muss geschickt sein. Was? Ich denke, es ist billiger als ein Warenhaus. Achso, dieser Typ benutzt das, um Holzarbeiten zu erledigen. Warum überspringt er den ersten Teil des Texts? Guck mal schon wieder. Hä? It barely? Ah, it's really study workshop. Achso, wirklich stabiles Bücherregal. Frag mich, wie lange es gedauert hat, das zu machen. Meins. Ja, ist zugeschraubt. Haha. Eine Schaufel. Da sind einige Worte auf den Schlüssel eingraviert. Skeleton Key. Hat dieser Typ einen Schlüssel für jede Storage Unit? Das ist aus Oblivion. Der Skeleton Key oder Lockpick, der ist unkaputtbar oder sowas. Also ist halt so ein Gag, glaube ich, für ein. Was ist denn hier? So ein Schlüssel, der überall passt. It's not mine. Was ist das für Dinger? My Unit. Also alles würde das aufballern, so peng. Ich lass mich so überhaupt nicht beeindrucken davon, dass uns jemand hier eingesperrt hat.
Und offensichtlich Leichen vergräbt oder so. Oder nicht? Total cool damit. Reifen sind voll fancy. Habe ich verchromte. Chromten Chrom da oder was? So wie das glänzt. Chromte Chromfelgen. Extra Chrom. Jetzt bin ich aber schon durstig. Schade. Digga, einfach mal den Flüssigkeit unbekannten Inhalts. Oder den Becher unbekannten Inhalts aus. Schmeckt aber komisch, die Flusssäure. Ey! Weiß nicht das Spiel, oder? Das war das Spiel. Wenn du es gemocht hast, dann bewerte es bitte. Danke fürs Spielen, Pizza Party. Gut, das letzte Spiel. The Palace of Unrest. Der rastlose Palast. Kann man so übersetzen. Muss man aber nicht. So, wir fangen mal an. Okay. Alte Karre. War modern aus, das Haus. Das Auto ist natürlich leer. Gibt es übrigens kostenlos auf Steam, nur mal so, falls es euch interessiert. Die anderen lade ich immer von itch.io oder kauf sie halt, ne? Oder kauf sie auf Steam, wenn es ganz beschissen ist, weil da, ich glaube, die haben irgendwie überhaupt keine... Ja, die Lampen einfach hier ausschalten. Die haben überhaupt keine Regeln für sowas. Die, da kannst du jeden Scheiß hochladen auf Steam, glaube ich, und verkaufen für 1 €. Was denn? War jetzt ein Auge, aber ich kann da nichts machen. Loving Memory... Kann ich nicht lesen. Kann ich richtig lesen. So. Keine Story, gar nichts. Drück mal ein paar Knöpfe, passiert nichts. Aber optisch. Optisch ist schon ganz schick, oder? Der Rüstung. Bisschen dunkel, aber gut, ich hab's schon heller gemacht, aber. Ah. Voll altmodisch hier alles, ne? Ja. Oh, alles, das ist wirklich. Der altmodisch oder altbacken alles. Ja, hier ist der Hinterausgang. Ja, das läuft bei mir auch so hakelig. Es liegt nicht an. Beim Aufnahmeprogramm übrigens. Oh, hier gibt es einen kleinen Terrasse, also einen kleinen Balkon. Balkon! Hier ist verschlossen. Kann ich hier jedes Fenster aufmachen? Okay. Aber nicht springen oder ducken. Ich drücke die ganze Zeit die Knöpfe, aber ne, es geht nicht. Können wir vielleicht hier über das Ding in das Zimmer hier einsteigen? Okay. Muss ich vielleicht sogar auch, weil es verschlossen ist. Hey, sag mal, an dieser Ecke hier ist ganz schwierig. Aber ganz schwierig. Und Schlüssel habe ich irgendwas übersehen? Und Sugar. Was auch sonst, ne? Oh, das. Oh, ah, ich habe ein Achievement. Run. Es war kein schlechter Traum diesen Tag. Ich habe gesehen, wie seine Augen. Was? What is on a dream by day to him, those eyes are cast on things around him with a ray turned back upon the past. Wow. Hallo. Ja, hallo. Hey, hallo.
Warte mal, The Past hat das was mit der Uhr zu tun? Tatsache. Hä? Left, right, mouse to interact. Up to exit. Ja, kann ich die Uhr irgendwie drehen oder so? Da geht nichts. Warte mal, war ich jetzt richtig drin getappt oder? Hä? Left, right, mouse? War da vielleicht ein Gamepad? Oh. Ich soll mit dem ich könnte es auf dem Gamepad spielen. Mit dem Gamepad geht's komischerweise. Warte mal zurück. War das. Er ist schon The Past. Vielleicht zurückdrehen. Wow, echt jetzt. Turn back upon the past. We found a key. Hallo. Hey, hallo. Komm mal mit. Will ich mal hier einsperren. Komm. Die Tür ist wieder aufgegangen. Ey, wenn ich jetzt echt eingesperrt habe, das wäre der Wahnsinn. Ich hab so die Vermutung, er kann Türen öffnen, oder? Boris locked. Ah, you unlocked the door. Was haben wir hier? Banners yellow, glorious golden on its roof. It float and flow. This was the olden long time ago. Also gelb, glorious und golden. On its roof did float and flow. Der Dachboden ist aufgegangen. Das war mal ein Gewitterchen, hä? Geil. Da ist doch so ein Banner. Jetzt. Ist hier noch irgendwas? Banners yellow glorious golden. On its roof did float and flow. All this was the olden time long time ago. Wow, da ist eine Thales Telefonzelle. Der Thales. Thales. Du bist schon die von Dr. Who. Jetzt? Da liegt noch ein Schlüssel! Was war mit dem Banner gemeint, dass da was liegt? Okay. Alter, ich hänge. Hätte ich mir auch denken können, irgendwie. Stimmt, die letzte Tür jetzt nicht hier, ne? Oh, Tatsache. Das ist der Ritter. Over the violets, there that lie in myriad types of the human eye. Over the lilies there that we wave and the weep about a nameless grave. Also die, ja, human eye, ich brauche irgendwo Lilien her. Der Blumen? Wo sind die Blumen? Da steht was, violets there lie in a myriad type of the human eye. Over the lilies there that wave and weep about the nameless grave.
Also ich brauche irgendwas mit einem namenlosen Grab jetzt hier. Aber warte mal, die Tür ist ja auch noch verschlossen. Ey, da liegt halt noch ein Schlüssel. Gott, ich hab's in den Keller geschafft. Hä? Ist hier irgendwo noch was? Seeds. Aha. Mache ich jetzt mit denen, die muss ich jetzt draußen einpflanzen oder wie? Samenkörner. RIP! Rest in peace! Escaped! Ich hab's geschafft. Escape. Sieht man die Achievements? Nee. Leider nicht. Aber gut, ich hab's geschafft, Leute. Ich danke euch fürs Zusehen. Das waren 3 kurze Horrorspiele. Ich bin der Bruger und ich hoffe, ihr habt noch weiterhin Lust. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Danke, tschüss.